Herzlich willkommen bei Ketogenix. Heute wird es mal schwedisch und zwar mit Köttbullar. Die meisten kennen sie wahrscheinlich von Ikea. Heute machen wir die Köttbullar mal selber. Schwedische Hackbällchen. Dafür brauchen wir gar nicht so viel. Wir brauchen Hackfleisch. Ich habe jetzt gemischtes Hackfleisch, Schwein und Rind. Dann brauchen wir eine Zwiebel, Salz, Pfeffer, Butter für die Soße. In unserer Version Creme Fraiche, ein kleines bisschen Rotwein und Eier. Wir fangen damit an. Das ist die Spezialität bei den Schöpfler, dass wir die Zwiebeln ein bisschen anschmelzen mit Butter. Das macht so ein bisschen einen feineren Geschmack als bei dem Buletten oder Fleischküchler. Nehmen wir mal die Zwiebel. Die schneiden wir jetzt etwas kleiner, damit wir nachher in die Fleischbällchen reinwurschteln müssen. Flasche mal in die große Schüssel rein. An die Zwiebeln machen wir gleich ein bisschen Salz an. Und ein wenig Pfeffer. Auf dem Hackfleisch schlagen wir schon mal ein paar Eier dazu. Hier geben wir gleich auch noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ein wenig Salz. Habe ich vorhin vergessen zu sagen, ganz wichtig sind auch noch gemahlene Haselnusskerne. Okay. Sobald die ganz glasig sind, geben wir unsere Haselnusskerne zu den Zwiebeln. Ja. Ich werde leider kein Brot dazu machen, deswegen ganz Haselnusskerne. Jetzt ist das Ganze ein bisschen angeschwitzt. Geben wir jetzt zur restlichen Masse dazu. Jetzt müssen wir die ganze Masse ein bisschen durchkneten und die Fleischbällchen draus formen. Damit wir die gleich ins heiße Fett machen können, bereiten wir es schon mal vor. In dem Fall, weil wir scharf anbraten wollen, mit Sonnenblumenöl. So. Das Ganze hier schön zerquetscht. So. Mixen es zu einer schönen homogenen Masse. Erstmal eine Fleischbleche. Machen wir nicht so groß. Ein bisschen hochbrutzeln und dann löschen wir es mit dem Wein ab, um eine kleine Reduktion zu bekommen, um eine kleine Soße dafür zu machen. Lass uns kurz ein bisschen einköcheln und dann nehmen wir die Köttbullar raus, um eine Soße zu machen. Pure Alkohol, der erstmal hochkommt.
So, jetzt nehmen wir die Fleischbällchen mal raus. So, jetzt nehmen wir uns einen großen Klecks in Creme Fraiche. Das Ganze rühren wir jetzt runter. Lösen wir es dann auf. Lassen es einmal aufköcheln. Solange nehme ich schon ein bisschen Petersilie. Die hacken wir einmal ein bisschen klein. Die Soße. Die Soße sieht jetzt nicht ganz so aus wie bei Ikea, das liegt am Rotwein. Riecht aber schon mal sehr, sehr lecker. Wir legen jetzt gleich nochmal die Fleischkügelchen rein und lassen die nochmal schön ziehen. Für etwa 5 Minuten. So, dass sie nur halb bedeckt sind. Ein bisschen rausgucken oben noch. Dann werden sie kross und sind gleichzeitig saftig.